Ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, auch für diese erneute Einladung, hier zu Ihnen zu sprechen, an diesem Symposium und dann auch noch an dieser Stelle sozusagen hier das Schlusswort sprechen zu dürfen, wobei das ja, wie wir gehört haben, die Musik sein wird. Insofern ist es nicht das Schlusswort. Aber ich versuche doch einiges noch abzurunden und einige Gesichtspunkte, die wir bisher noch nicht gehört haben, zu dieser Krise des Ich hinzuzufügen. Wie Herr Friedrich ja auch gerade eben betont hat, geht es uns auch gerade in der Darstellung von Gary Lachmann war das ja sehr deutlich, hier um eine abendländische oder auch westliche Tradition dieser Geschichte des Ich. Und ich möchte beginnen zunächst mit einer Gegenüberstellung dieses anthroposophischen Ich-Verständnisses mit derjenigen Strömung, die aber heute die am weitesten verbreitete, auch weltweit verbreitete, gerade in Europa und in Amerika ja am weitesten verbreitete spirituelle Richtung ist, und das ist der Buddhismus, der ja ohne Zweifel in diesem 20. Jahrhundert einen enormen Aufschwung genommen hat und einen enormen Einfluss auf sehr viele Bereiche, vor allem des Seelischen, wovon hier ja schon die Rede war, des seelischen Lebens und auch seelischer Krisen genommen hat. Wenn wir also dieses buddhistische Verständnis des Ich uns vergegenwärtigen, dann komme ich zurück auf das, was Professor Schulz ganz am Anfang auch hier schon dargestellt hat, weil das ja da in seiner Darstellung auch anklang. Zunächst, die Grundauffassung des Buddhismus ist ja, dass der Mensch im irdischen Dasein nicht zufrieden sein kann. Dass er eine gewisse Unzufriedenheit oder wie das der Buddhismus eben nennt, Dukkha, Unzufriedenheit, Frustration, würden wir es modern ausdrücken. Traditionell wird es mit Leiden übersetzt. Das ist aber eigentlich eine etwas einseitige Interpretation dieser Daseinsanalyse des Buddha, der eben von Dukkha oder eben Unzufriedenheit, Frustration spricht. Und womit hängt dieses Unzufriedensein, diese Frustration, dieses nicht genug kriegen können, nicht das kriegen können, wonach man eigentlich sucht? Womit hängt dieses Dukkha zusammen? Buddhas Analyse geht ja dahin, dass er spricht von dem Begehren, von der Begierde, die eben, solange sie nicht bearbeitet wird, solange sie sozusagen diese Krankheit, wie er das auch nennt, herrscht, ist dieses Begehren unstillbar. Und dieses unstillbare Begehren geht so weit, dass es über die einmalige irdische Existenz des Menschen hinausführt, in das sogenannte Samsara oder das Rad der Wiedergeburt. Die buddhistische Lehre geht also davon aus, dass unser irdisches Dasein, solange dieses Begehren nicht gestillt oder gelöscht ist, dahin führt, dass aus diesem jetzigen Leben Folgen erwachsen. Karmische Folgen, wie das der Buddhismus auch nennt, karmische Folgen, die dazu führen, dass wir in einem zukünftigen Erdenleben uns mit ähnlichen Bedingungen, wie wir sie jetzt eben wieder schon haben, wiederfinden werden. Das Wichtige aber an dieser Wiederverkörperungslehre des Buddhismus und diesem Rat der Wiedergeburten ist jetzt der Punkt, auf den Herr Schulz aufmerksam gemacht hat, dass wir es aber nicht mit einem substanziellen Wesen oder einem Ich zu tun hat, das sich wieder verkörpert, sondern nur mit, wenn man so will, bestimmten Bedingungen oder Kräften, Konstellationen, Relationen, die in einer gewissen Weise, da sie nicht gelöst wurden, wieder auftauchen, mit denen wir uns dann wieder verbinden. Und das hängt damit zusammen, dass der Buddhismus alles Dasein in einem relationistischen Sinne betrachtet, eben nicht in einem essentiellen Sinne, dass wir es mit einzelnen Wesen, unabhängigen voneinander Wesen zu tun hätten, sondern wir haben es zu tun mit Relationen, mit einem Entstehen und Vergehen in gegenseitiger Abhängigkeit, so ist der technische Terminus. Entstehen und Vergehen in gegenseitiger Abhängigkeit. Das heißt, es gibt nichts in der Welt, was irgendwie unabhängig von anderem existieren würde, weil alles miteinander in Verbindung steht, weil sich alles letztlich gegenseitig bedingt.
Da gibt es viele Darstellungen des Buddha, die sehr komplex sind, die wir jetzt hier nicht alle in Betracht ziehen können. Aber diese Grundanschauung liegt dem Buddhismus zugrunde und die führt dazu, dass es eben nicht ein unabhängiges, selbstständiges oder eigenständiges Wesen namens Ich oder Selbst gibt, sondern es gibt eigentlich kein Selbst oder das Anatman, die berühmte Lehre von dem Nicht-Selbst, von dem Anatman. Was aber Bestand hat, sind eben die Folgen, das heißt eben das, was ich jetzt angerichtet, begehrt oder nicht begehrt und nicht bekommen habe, das hat Folgen und wirkt weiter, das hört nicht auf. Dadurch dreht sich dieses Rad immer weiter und es kommt in einem neuen Erdenleben eben zu neuen Konstellationen. Buddha gebraucht dafür das Bild, wie jetzt das eine Erdenleben mit dem anderen zusammenhängt, einer Kerze, an der eine zweite Kerze entzündet wird. Substanziell geht von der einen Kerze nichts in die andere Kerze über. Es gibt nichts Substanzielles, sondern es gibt nur diese Flamme, die weiterbrennt. Das ist also das Bild dieses Zusammenhangs von zwei irdischen Erdenleben. Und dem Buddhismus geht es infolgedessen, und das ist sozusagen jetzt nach dieser Daseinsanalyse, die Buddha aufgestellt hat, der Weg der Heilung. Denn Buddha betrachtet den Buddhismus als eine Art von Therapie, als eine Art Heilmittel, der nun versucht, diese Grundanalyse, diese Diagnose, dass man es zu tun hat mit einer Art von Erkrankung, eben an diesem Begehren, an dieser Begierde nach Dasein, dadurch zum Erlöschen zu bringen, dass er einen Weg, einen Pfad vorschlägt, den sogenannten achtgliedrigen Pfad. Auf den komme ich später noch ausführlicher zu sprechen. Wichtig ist nur, dass er quasi nicht davon ausgeht, dass diese Erkrankung unheilbar wäre, sondern sie kann geheilt werden durch das Erlöschen. Nirvana. Nirvana ist der Ausdruck für das Erlöschen. Für das Erlöschen des Durstes nach Dasein, für das Erlöschen der Unzufriedenheit, der Frustration. Und erst dadurch kann dieses Rad der Wiedergeburten zum Stillstand gebracht werden. Werden sozusagen keine neuen irdischen Bedingungen mehr geschaffen, die es erforderlich machen, dass sich darin jemand verkörpert. Vielleicht soweit als Skizze dieser buddhistischen Anschauung. Details möge jeder selbst in der ja sehr reichhaltigen Literatur nachlesen. Aber das so in etwas, als etwas, ein Hintergrund, um jetzt den anthroposophischen Gedanken des Ich und eben die Wiederverkörperung des Ichs Ihnen etwas genauer zu beschreiben. Weil zu dem Verständnis der Krise des Ichs und eben des Ichs überhaupt, jetzt von anthroposophischer Seite, ist es unabdingbar, dass man eben diesen Wiederverkörperungsgedanken mit einbezieht. Wie sieht der jetzt anthroposophisch gesehen genauer aus? Und dazu ist es hilfreich, eben in dieser abendländischen Tradition sich umzuschauen, weil Rudolf Steiner da ganz eindeutig Vorläufer benennt, auf die er sich auch explizit bezieht, und das ist zunächst Gotthold Ephraim Lessing. Dieser Lessingsche Reinkarnationsgedanke ist ein Vorläufer des anthroposophischen Gedankens der Wiederverkörperung. Lessing hat ja diese kleine Schrift, die Erziehung des Menschengeschlechtes, geschrieben, in deren 100 Paragraphen ganz am Schluss eben diese Grundgedanken seiner Reinkarnationsanschauung auftauchen. Die beruhen zunächst auf dieser Frage, die auch im Titel der kleinen Schrift genannt ist, die Erziehung des Menschengeschlechts. Also es geht Lessing um die Frage, wodurch entwickelt sich denn die Menschheit weiter? Wodurch entsteht ein Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit? Also es liegt zunächst zugrunde der Entwicklungsgedanke, dass sich da eine Menschheit überhaupt entwickelt,
Und worin besteht diese Entwicklung? Worin besteht der Fortschritt dieser Menschheit? Und da kommt Lessing auf den Kerngedanken seiner Anschauung, dass dieses Ganze der Menschheit sich dadurch weiterentwickelt, dass sich die Einzelnen, wenn man so will, auch wieder das Bild des Baumes, dass sich dieser Baum als Ganzer dadurch weiterentwickelt, dass sich die einzelnen Blätter an ihm weiterentwickeln. Dass also die Menschheit aus sehr vielen Einzelindividuen besteht, die durch ihre eigene Entwicklung das Ganze weiterentwickeln. Ich lese Ihnen das kurz im Originalwortlaut vor. Du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen, so viel Seitenschritte zu tun. Und wie, wenn es nun gar so gut als ausgemacht wäre, dass das große, langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt, nur durch kleinere, schnellere Räder in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liefert. Also dieses Bild des Rades jetzt auch wieder, das dadurch sich weiter bewegt, das ist sozusagen aus kleineren einzelnen Bewegungen in Gang gesetzt wird. Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muss jeder einzelne Mensch, der früher, der später, erst durchlaufen haben. Und jetzt kommt die Kernfrage. In einem und demselben Leben durchlaufen haben? Kann er in eben demselben Leben ein sinnlicher Jude, ein geistiger Christ gewesen sein? Kann er in eben demselben Leben beide überholet haben? Kann also eine Entwicklung überhaupt in einem einzelnen Leben stattfinden? Das wohl nun nicht. Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein? Nicht? Also das ist der Grundgedanke, dass die Entwicklung der Menschheit eigentlich gar nicht anders vorgestellt werden kann, als dadurch, dass sich der einzelne Mensch eben nicht einmal verkörpert, sondern dass er sich wieder verkörpert und dadurch eine Entwicklung geschieht, die dann das Ganze in Entwicklung versetzt. Mit dem Ausspruch Schillers vielleicht auch illustriert, wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sich auch der Garten. Also wenn das einzelne Element, der einzelne Mensch sich weiterentwickelt, dann profitiert das Ganze davon. Das Ganze entwickelt sich durch die Weiterentwicklung seiner einzelnen Individuen, die dadurch eine Gesamtentwicklung hervorbringen. Also von diesem, wenn man so will, Lessingschen Entwicklungsgedanken geht Steiner nun aus. Und da er aber nun ein Kind der Moderne war, was Lessing ja noch nicht war, bezieht er sich auf die zeitgenössische Evolutionslehre, also auf den Darwinismus. Steiner bezieht diesen Darwinismus der Moderne, der Naturwissenschaft mit ein und geht natürlich davon aus, dass eine Entwicklung auf dem Wege der Vererbung selbstverständlich stattfindet. Wenn wir jetzt nur auf die Tierwelt schauen, dann vererbt sich etwas von Generation zu Generation, was wir als die Gattung bezeichnen. Man kann auch sagen, die Gestalt eines Tieres, die kommt dadurch weiter, entwickelt sich weiter, dass sie vererbt wird. Und der Mensch hat dieses Gattungsmäßige, was die Tiere auch haben, natürlich auch an sich. Denn seine physische, äußere Leiblichkeit wird durch Vererbung weiterentwickelt. Darüber hinaus hat aber der Mensch noch etwas in sich, was eben nicht auf diesem Wege der physischen, biologischen Vererbung erklärbar ist. Und das ist eben seine, wenn man so will, geistige Gestalt, die in der Regel in der Biografie eines Menschen zum Ausdruck kommt. Die Biografien der einzelnen Menschen unterscheiden sich ja auch bei engsten Blutsverwandten ganz deutlich. Jeder Mensch hat eine eigene
Schrift, eine eigene Individualität, die ihn auszeichnet, die ihn zu etwas Besonderem, zu etwas Herausragendem macht. Woher stammt aber diese geistige Gestalt? Das ist Steiners Grundfrage. Und die lässt sich nur dadurch beantworten, dass man sich klar macht, die kann nur von ihm selbst stammen. Die geistige Gestalt, die ich als Mensch ausbilde in einem Erdenleben, habe ich mir selbst vererbt. Und zwar dadurch, dass ich eben viele Erdenleben habe und da heraus diese geistige Gestalt sich im Laufe vieler Erdenleben bildet. Wir unterscheiden also eine physische, irdische Vererbung und Weiterentwicklung von einer geistigen Vererbung und Weiterentwicklung, die wir eben als Wiederverkörperung bezeichnen. Dadurch kommt Entwicklung zustande, menschliche Entwicklung zustande oder auch Ich-Entwicklung. Denn das Ich ist es, was sich da wieder verkörpert. Wenn wir jetzt aber von der Krise des Ichs sprechen, dann müssen wir eben auf noch eine dritte Dimension hinschauen, nämlich das, was sozusagen die Mitte bildet. Von dem war ja hier in der ganzen Tagung, in diesem Symposium immer wieder die Rede. Die Seele als das Mittlere. Als das Mittlere zwischen Geistigem und Leiblichem. Und wenn wir von Krisen sprechen, sprechen wir jetzt hier auch doch im Sinne des am Anfangs erwähnten Buddhismus von dem Karma, von dem Schicksal. Wie hängt also jetzt unser Schicksal und das, was sozusagen uns als einzelnen Individuen jetzt von außen begegnet? Denn darin sprechen sich ja die Krisen des Menschen aus, dass es eben nicht so läuft, wie er sich das so gedacht hat. Nicht, dass wir sozusagen da unterscheiden können auf dieser mittleren Ebene zwei Ströme. Einen Strom, der sozusagen unser Plan ist, nachdem alles am besten laufen sollte. Und einen zweiten Strom, der jetzt aber dem entgegenkommt. Der auch diesen Plan in vieler Hinsicht durchkreuzt oder mindestens begrenzt. Wohin würde es auch führen, wenn der Einzelne unbegrenzt sich einfach ausdehnen könnte? So nach seinem Gusto. Die Tendenz gibt es ja, dass Menschen sich immer weiter ausdehnen und sich halt Ländereien aneignen und alles, was irgendwie habbar ist, in Besitz nehmen. Das geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Selbst wenn das Geld sozusagen keine Rolle spielt, kommt es in dem einen oder anderen Fall zu einer Krise, die dann einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Meistens in Form einer Krankheit, oft auch in Form eines Unfalls oder in einer ungeahnten Lebenswende. Einem Bruch, einem Zusammenbruch, einem Burnout, wo plötzlich etwas nicht weitergeht, wo sozusagen dieser Plan, diese Kraft auch, die da drin steckte, sich jetzt sozusagen in einer gewissen Weise immer mehr zu bereichern, wo das plötzlich nicht mehr geht. Nichts geht mehr. Nicht diesen Punkt, den ja viele Menschen in ihrem Leben erleben, woher kommt der? Der ist ja eben nicht geplant, der war nicht vorgesehen. Der kommt aus einer anderen Richtung. Ich will Ihnen das kurz veranschaulichen in diesem Kreuz, was ich hier an dieses Flipchart gezeichnet habe. Das Kreuz der vier Wesensglieder, wenn wir jetzt anthroposophisch sprechen. Dann haben wir es also zu tun mit einer vertikalen, wo wir eben sprechen von dem Geist, von dem Ich, das sich eben verkörpert. Man kann auch von einem Wesen sprechen. Verkörpert in einem Leib, einer physischen Erscheinung, die vererbt wird, während das Ich sich wiederverkörpert.
Und quer dazu, als Horizontale, haben wir jetzt diese beiden Ströme, die Rudolf Steiner auch als einen doppelten Zeitstrom bezeichnet. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass Entwicklung im Anthroposophischen nicht darin besteht, dass etwas aus der Vergangenheit, V, Vergangenheit, einfach immer weiterläuft, sondern dass etwas aus der Zukunft, mit Z hier, dem entgegenströmt. Das wäre jetzt das Seelische oder Astralische, wie wir das auch nennen, was sich äußerlich ausdrückt in unserem Schicksal. Das heißt, dieses Seelische ist gar nicht in uns. Da steckt eigentlich vielmehr dieses mit dem Lebensplan, was vor allem mit unserem Denken zu tun hat. Also wir können dann auch dazu schreiben, dass wir hier sozusagen mehr das Denken haben. Und hier hätten wir mehr das Fühlen. Da oben, das wäre das Wollen. Und diese leibliche Erscheinungswelt hängt natürlich zusammen mit unserer Wahrnehmung. Also das, was wir sozusagen von unserem Denken als Lebensplan entwickeln, das würde dieser einen Strömung entsprechen. Auch vieles, was wir sozusagen uns vornehmen, was wir so voranbringen wollen. Unsere Ideen, unsere Gedanken. Und dem steht häufig ja entgegen etwas, was vom Fühlen ausgeht. Dass unser Gefühl eigentlich was ganz anderes will. Was uns aber nicht so klar ist. Was uns dann klar wird, wenn es sozusagen von außen uns entgegenkommt. Dann passiert irgendwas, was wir natürlich selbstverständlich nicht geplant haben. Und jetzt gibt es einen ganz entscheidenden Griff auf dieses Problem, auf das will ich jetzt gleich noch ein bisschen genauer eingehen, dass man von Zeit zu Zeit Abstand nimmt. Dass man Abstand nimmt von dieser Situation, in der ich jetzt was geplant habe und dem stößt etwas entgegen. Ich komme in eine Krise, eine Lebenskrise, wenn es ganz schlimm kommt, ein Zusammenbruch. Dass ich also Abstand gewinne von diesem. Und das ist häufig natürlich in der unmittelbaren Situation gar nicht möglich, weil man zu verstrickt ist in die Auseinandersetzung mit dem Widerwärtigen, mit dem Gegenüber, mit dem, was eben einem passiert. Aber nach einer gewissen Zeit, wo man eben Abstand gewonnen hat, kann man jetzt zurückschauen auf dieses Geschehen. Man kann zurückschauen auf dieses Geschehen und sich jetzt sozusagen aus dem Abstand heraus klar machen, ja, was war es da eigentlich, was da von außen kam? Warst du das nicht selbst? Bist du dir da nicht selbst in einer gewissen Weise begegnet, indem sozusagen dein Schicksal dich in einer gewissen Weise auf deinen eigentlichen Weg zurückgebracht hat? Denn häufig zeigt sich in solchen Situationen der Krise, dass man zwar meinte, auf dem richtigen Weg zu sein, in Wirklichkeit aber weit abgekommen war von seinem Weg. Das erkennt man nur meistens erst hinterher oder manchmal auch sehr spät hinterher, dass sozusagen dieser Plan eigentlich in die Irre gegangen ist, dass man meinte, auf irgendeinem guten Weg zu sein, und dann plötzlich ganz woanders gelandet ist, wo man eigentlich nie hin wollte. Wenn man auch wirklich in seinem Leben mal ganz weit zurückblickt und sozusagen auf gewisse Ausgangspunkte sich besinnt, dann merkt man, ja, du hast eigentlich mit was ganz anderem angefangen. Und du bist jetzt da gelandet, wo du eigentlich am Anfang gar nicht wolltest. Und das bemerkt man dann so im Laufe des Lebens, wenn man so mittendrin ist, bemerkt man das häufig nicht. Erst wenn es dann sozusagen zu so einem Zusammenbruch kommt, wird einem plötzlich klar, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Und da ist sozusagen jetzt diese Übung der karmischen Rückschau, wie Steiner das auch nennt, eine sehr große Hilfe.
Ich will das vielleicht an einem Beispiel etwas genauer beschreiben, wie man jetzt eine solche Übung machen kann. Und ich nehme jetzt nicht ein Beispiel, wo es sozusagen um den großen Crash geht, sondern so die alltäglichen Pannen, mit denen wir es sozusagen immer wieder ja zu tun haben, wo man merkt, da ist was nicht gut gelaufen, da ist was schief gelaufen. Und selbstverständlich, im Moment ist man immer der Überzeugung, dass man recht hat. Nicht? Man meint in der Situation selbst, wo das passiert, dass man natürlich recht macht. Und erst später merkt man dann, wenn entsprechende Folgen eintreten, dass es eben doch nicht recht war. Also man nehme sich eine solche Situation, die kann lange zurückliegen, die kann aber auch kurz zurückliegen, in der einem sozusagen etwas entglitten ist oder etwas misslungen ist. Man schaue sich diese Vergangenheit, diese vergangene Situation noch einmal genau an. Und zwar ohne jetzt damit zu hadern oder zu sagen, hättest du doch nicht oder hättest du das oder so, sondern einfach zu gucken, wie war das? Wie war das damals, als ich zum Beispiel etwas gehört habe, worauf ich hin ein bestimmtes Urteil gefasst habe? Es hat mir jemand etwas erzählt und das hat bei mir ein bestimmtes Urteil hervorgebracht, das ich dann weitererzählt habe. Und das hatte bestimmte Folgen. Und es stellte sich dann später heraus, dass das, was ich da gehört habe, nur die eine Sichtweise war, die halt diese Person, die mir etwas berichtet hat, eben hatte. Eine andere Person, die an derselben Geschichte auch beteiligt war, erzählt mir später was ganz anderes. Und plötzlich merke ich, das Urteil, was ich dann da gefällt habe, das war gar nicht richtig. Das war ein vorschnelles Urteil. Und Sie können andere Beispiele nehmen. Aber ich nehme jetzt mal dieses, das vorschnelle Urteil, was ich da gefällt habe. Und ich schaue zurück auf die Situation, wie war das? Und mache mir nochmal klar, wie kam das zustande? Ein vorschnelles Urteil. So war es. Jetzt der zweite Schritt in dieser Übung ist, dass ich jetzt auf meine gegenwärtige Situation schaue. Wie stehe ich jetzt heute zu dem, was ich damals gesagt habe, beziehungsweise geurteilt habe? Und da wird man bemerken, dass man jetzt sozusagen eine Art innerer Korrektur erfährt, dass man jetzt aus dem heutigen Standpunkt aus sich anders verhalten würde. Zum Beispiel, naja, der erzählt mir jetzt das, aber da gab es ja noch andere. Ich warte mal ab, was die erzählen. Und fälle jetzt noch kein Urteil. Das könnte so eine Konsequenz sein aus diesem Vorschnellen, dass ich mir klar mache, ja jetzt, eigentlich sehe ich, vorschnelles Urteilen führt zu nichts oder führt sogar zu negativen Resultaten. Also warte ich mal ab. Also es bildet sich sozusagen eine innere, neue Haltung. Und der dritte Schritt jetzt dieser Übung geht in die Zukunft. Dass ich also sozusagen jetzt schaue, und Steiner weist an der Stelle dann darauf hin, dass das auch erst in einem zukünftigen Erdenleben sich dann ereignen könnte, dass eben diese selbe Situation, die mir da eben begegnet ist, dass diese selbe Situation jetzt wiederkommt. Und wie würde ich mich jetzt in der Zukunft diesem zukünftigen, in einer gewissen Weise sich wiederholenden Ereignis gegenüber auftreten oder handeln? Das ist der dritte Schritt dieser Übung. Wodurch klar wird, was wird mit diesem innerlichen Anschauen in dieser Karma-Übung, was wird damit bezweckt? Viele von Ihnen wissen, dass solche Unbewältigten, jetzt werden wir davon ausgehen, ich mache diese Übung nicht, ich lasse das einfach so weiterlaufen, dass solche Unbewältigten, wenn man so will,
Fehlhaltungen oder Verhaltensmuster, dass die wiederkommen, nicht, dass die sich wiederholen. Das werden Sie auch feststellen, dass bestimmte Dinge, wo Sie meinen, das ist jetzt vorbei, dass die gar nicht vorbei sind, sondern dass das in etwas anderen Konstellationen sich wiederholt. Dass Sie mit mehr oder weniger einer ähnlichen Situation einfach wieder konfrontiert werden. Und wenn Sie nicht aufpassen, sich dasselbe Verhaltensmuster wieder ereignet. Nicht, das kennen Sie, dass Sie sozusagen in so einem Rad, was eben der Buddhismus als Samsara bezeichnet, dass Sie aus so einem Rad gar nicht mehr rauskommen, weil Sie in bestimmten Mustern gewohnt sind zu reagieren. Und das, was sozusagen jetzt das Korrektiv wäre, nicht bemerken. Das heißt, es wiederholt sich und das führt tatsächlich dazu, dass auch in einer zukünftigen Inkarnation Sie auf ein solches Geschehen wieder stoßen werden. Und wenn Sie nicht aufpassen, auch tatsächlich das sich wiederholt. Und so wird das ewig weitergehen. Wenn Sie nicht Stopp sagen, wenn Sie nicht jetzt dieses Rad der Verhaltensmuster, die sich wiederholen, wenn Sie das nicht zum Stillstand bringen, durch zum Beispiel diese Übung, wo Sie das Rad jetzt anhalten und sich das anschauen, was läuft da eigentlich ab? Und sozusagen jetzt da in diesem Stopp sagen, eine neue Einstellung dazu gewinnen, eben diesen anderen Blick einnehmen, der jetzt von dieser Seite schaut, aus dieser seelischen Dimension heraus, weil wir normalerweise immer in dieser Dimension stecken, die mehr mit dem Denken zu tun hat und in der natürlich auch mit enthalten sind Gefühls- und andere Verhaltensmuster, die aber sehr stark von diesem, sage ich jetzt mal, vom Kopf aus gesteuert sind. Und wir kommen aus diesem Rad solcher Mechanismen und Automatismen durch das Denken nicht heraus, weil das immer nur in diese eine Richtung sich dreht sozusagen. Wir müssen also in einer gewissen Weise Abstand gewinnen, Stopp sagen und dann mehr das andere, diese andere Dimension dazu nehmen, die Steiner eben diese Rückschau nennt und die ich jetzt versucht habe, in dieser karmischen Übung etwas genauer ins Auge zu fassen. Und an der Stelle kommt tatsächlich auch in der Anthroposophie dieser achtgliedrige Pfad jetzt zum Tragen. Weil man dann feststellen kann, die verschiedenen Ebenen, in denen sich solche Verhaltensmuster und Mechanismen abspielen, sind tatsächlich die, die Buddha da bezeichnet hat. Ich zähle die jetzt mal kurz auf. Wir haben als erste Ebene die Ebene der Gedanken oder der Meinungen. Gedanken und Meinungen, die ich mir über etwas bilde. Und wir haben als zweites, das, was ich jetzt als Beispiel genommen habe, Urteile, wo ich aus bestimmten Zusammenhängen heraus ein Urteil fälle. Als drittes folgen häufig aus Gedanken und Urteilen Worte, dass ich jemandem etwas sage oder überhaupt etwas äußere. Als viertes folgen aus Worten häufig auch Taten, bestimmte Handlungen. Auch ohne Worte natürlich kann ich aus Gedanken und Urteilen heraus zu Handlungen, zu Taten kommen. Als fünftes, was dann mehr sozusagen eine Grundhaltung, eine Lebenseinstellung oder der Standort, der häufig auch mit beruflichen und mit unseren materiellen Interessen etwas zu tun hat. Überall, wo wir sozusagen Handel treiben, also etwas erwerben. Da wird eine gewisse Grundeinstellung zum Leben ja deutlich. Und das Sechste ist
Das Streben. Also was versuche ich denn eigentlich zu erreichen? Das hängt häufig damit zusammen, dass ich mich als etwas darstelle, dass ich mich präsentiere. Und Menschen, die dazu neigen, sich anders zu präsentieren, als sie eigentlich sind, werden an der Stelle etwas zu tun haben. Dass man sozusagen versucht, zu erscheinen, wie andere es gerne hätten. Und das stimmt aber gar nicht mit dem überein, was man tatsächlich ist. Also das wäre dieses Streben. Und die eigentliche Übung besteht jetzt in dem, was auch Rudolf Steiner nennt, das richtige Gedächtnis. Das ist in dem Buddhismus Sati. Sati wird eigentlich mit Gedächtnis übersetzt, heute aber meistens mit Achtsamkeit. Das berühmte Wort Achtsamkeit leitet sich her von Sati, was aber im Grunde genommen Gedächtnis bedeutet. Und in der skizzierten Übung ist das auch klar. Es geht jetzt darum, diese Situation, die ich ins Auge fasse, und das kann jetzt eine Situation gewesen sein, in der ich sozusagen falsche Gedanken gehegt habe, ein falsches Urteil gefällt habe, falsche Worte benutzt habe, falsch gehandelt habe, wenn man so will, in der Lebenseinstellung eine Richtung eingeschlagen habe, die eben nicht korrekt war. Ich habe mich bereichert, meinetwegen, unfairerweise. Oder ich habe eben versucht, mich darzustellen als jemand, der ich gar nicht bin. Nicht? Also diese verschiedenen Lebensbereiche kann jeder Mensch in sich selber ja abtasten und jetzt durch dieses Gedächtnis oder eben Achtsamkeit darauf schauen, ja, wie war das? Und wie geht es mir jetzt damit? Und wie würde ich in einer ähnlichen Situation, wenn die sich jetzt doch wiederholt, denn jetzt darauf reagieren? Das wäre dann sozusagen die Meditation. Das ist die achte Stufe dieses achtgliedrigen Pfades, die dann auf dieses richtige Gedächtnis folgt, die richtige Beschaulichkeit oder Meditation in diesem jetzt hier gemeinten Sinne. Und dadurch kommt eben, durch dieses Meditieren in dieser Weise, kommt eben dieses Rad der Notwendigkeiten, des Automatischen, des Reaktiven zum Stillstand. Und ich beginne sozusagen neu. Ich fange an, tatsächlich aus mir heraus jetzt zu handeln. Buddha nennt das Richtige oder das Rechte. Das rechte Wort, das rechte Urteil, das richtige Streben und so weiter. Und dieses Hervorbringen des Richtigen jetzt im buddhistischen Sinne, das ist das, wovon Gary Lachmann gesprochen hat bei Hermann Hesse in dem Steppenwolf, in dieser Situation, wo es für ihn darum ging, eine neue Realität zu erschaffen, in seinem eigenen Leben. Ich beginne tatsächlich neu zu leben, indem ich Stopp sage zu allem, was man nennen kann, karmische Notwendigkeit, und beginne sozusagen jetzt wirklich zu handeln, aus mir selbst heraus, nicht wie es diese ganzen Mechanismen sozusagen bisher, ohne dass ich es eigentlich wollte, hervorgebracht haben. Ich beginne sozusagen mein Karma in die Hände zu nehmen, es selbst zu gestalten, es nicht ablaufen zu lassen. Das ist also dann, wenn man so will, tatsächlich die Realisierung dessen, dass dieses Ich ja in diesen Dimensionen zur Erscheinung kommt. Das Ich beginnt sozusagen in diesem Zusammenprall von etwas, was abläuft aus der Vergangenheit heraus, karmisch bedingt,
Und etwas, was dem immer wieder entgegenschlägt, als das, was wir dann als Schicksal oder dumm gelaufen bezeichnen, dass wir uns sozusagen in dieses, was da so sich entgegenzuschlagen scheint, tatsächlich eintreten und selbst anfangen, tatsächlich darin zu gestalten. Also das Erschaffen einer tatsächlichen Individualität, die eben nicht aus Mustern heraus und nicht gegen das, was ihr entgegenkommt, sondern damit leben lernt, die sich also mit dem, was da von außen scheinbar entgegenkommt, was letztlich der Dimension des Seelischen entspricht, identifiziert und das anerkennt und es dadurch verwandelt. Und ich möchte zum Schluss als letzten Gesichtspunkt aber noch eine weitere Dimension hinzufügen, die sich natürlich auch als Frage ergibt, nämlich was ist dann aber dann das Ziel, wenn wir auch auf diesen Lessingschen Gedanken nochmal zurückgreifen. Die Weiterentwicklung des Einzelnen bedeutet zugleich eine Weiterentwicklung des Ganzen. Was ist das Ziel? Wohin strebe ich denn dann als Einzelner? Geht es jetzt nur um eine, wenn man so will, Selbstvervollkommnung? Und da spielt jetzt für Rudolf Steiner und für die Anthroposophie das Christusereignis eine zentrale Rolle. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist diese Christologie in der Anthroposophie Rudolf Steiners ein zentraler Bestandteil. Und in seiner christologischen Anschauung ist dieser Christus eine kosmische Wesenheit, eine geistige Wesenheit, die sich eben verkörpert, ohne dass dazu eine karmische Notwendigkeit bestanden hätte. Der Mensch verkörpert sich ja deshalb, weil er bestimmte karmische Notwendigkeiten hat. Oder man könnte auch sagen, weil er Schulden hat. Weil er Schulden hat und die letztlich beglichen werden müssen, verkörpert er sich wieder. Die Christuswesenheit war aber und ist eine Wesenheit, die keine Schulden hatte. Weil sie sich auch vorher noch nie verkörpert hatte. Sie verkörperte sich also als Mensch ohne Notwendigkeit. Sie musste sich nicht verkörpern, sondern sie wollte sich verkörpern. Also ein Akt der äußersten Freiheit. Ein freier Akt. Diese Verkörperung des Christus in dem Jesus von Nazareth ist eine freie Handlung, die nicht bedingt ist durch irgendeine karmische Schuld. Das bedeutet aber zugleich, dass sie, wenn sie nicht aus Schuld besteht, dann nur aus Liebe geschehen kann. Denn ein anderes Motiv gibt es nicht als dieses. Diese Verkörperung ist der Ausdruck nicht nur der reinen Freiheit, sondern auch der reinsten Form von Liebe und Zuwendung. Das heißt, wenn wir jetzt uns dieses Urgeschehen für den Menschen als Vorbild nehmen, heißt es, dass unser Handeln eigentlich immer mehr in diesen Bereich der Freiheit sich hineinentwickeln soll. Dass wir uns also befreien von dem, was uns sozusagen hindert, diese freie Handlung und, wenn man so will, die Handlung eben aus Liebe und nicht aus anderen, mehr oder weniger karmisch bedingten Schulden heraus
Dass uns also eine Handlung möglich wird, die in sich selbst begründet ist. Ein solches Handeln aber bedarf des irdischen Daseins. Das irdische Dasein, diese physische Existenz, die mit der leiblichen Existenz zu tun hat, und das zeigt eben das Beispiel des Christus, dass sozusagen der Ausdruck für dieses universelle, frei und liebevoll Handeln auch für den Christus ein menschlicher Leib war. Diese Inkarnation war der Ausdruck dieser Tatsache. Und insofern können wir dieses irdische Dasein eben nicht als ein Leiden, sondern als die Voraussetzung oder die Möglichkeit für die Befreiung aus Notwendigkeiten, in denen wir so verstrickt sind, die können wir nur im Irdischen lösen. Das irdische Dasein ermöglicht uns dieses Streben zu einem Handeln aus Freiheit. Und so können wir auch sagen, dass wir zwischen diesen beiden Extremen, um jetzt zum Schluss zu kommen, des Östlichen, in dem es eigentlich kein Ich gibt, in dem es nur diesen Zusammenhang von Entstehen und Vergehen in gegenseitiger Abhängigkeit gibt, aber nicht ein individuelles Selbst, das sich auf dem Wege der Wiederverkörperung eben weiterentwickelt, das also in einer gewissen Weise negiert wird von der östlichen Seite und dem anderen Extrem des westlichen Ego, dass sich eben die Welt zu eigen macht, sie nicht als Grundlage für eine Weiterentwicklung eines noch Unvollkommenen selbst begreift, sondern als die Gelegenheit, diesem Selbst immer mehr von der Welt anzueignen. Sozusagen dieses materielle Dasein zu dem eigentlichen Prinzip zu erheben, also der westliche Materialismus. Dass wir also zwischen diesen beiden Extremen ein mittleres anstreben mit der anthroposophischen Anschauung des Ich, ein mittleres, das eben dieses irdische Dasein als die Möglichkeit und die Voraussetzung für ein selbstloses, ein freies Handeln aus Liebe begreift, durch das dann, indem Einzelne diesen Weg gehen, auch das Ganze dieser Vollendung, wenn man so will, näher gebracht wird. Ja, so viel wollte ich jetzt Ihnen darstellen, damit wir noch etwas Zeit haben für das Gespräch jetzt, das Abschließende, in dem wahrscheinlich auch noch andere Themen wieder auftauchen werden, bevor wir dann das Konzert hören. Vielen Dank. Mich hat eine Sache gerade ganz arg berührt, die möchte ich nochmal hervorheben, wo Sie die Selbstlosigkeit und die Freiheit und die Liebe zusammengebracht haben. Also das möchte ich nochmal sagen, das finde ich ganz arg wertvoll, das einfach mal so hinzustellen und wirken zu lassen. Aber ich habe dann doch noch auch eine Frage. Und zwar haben Sie ja in Bezug auf diesen achtgliedrigen Pfad gesagt, man betrachtet sich ja irgendwo selbst und sagt, hier habe ich falsch gehandelt, hier habe ich falsch gesprochen und so weiter, bezogen auf diese einzelnen Elemente des Pfades. Und dass es dann ja auch irgendwo eine innere Richtschnur ist für das rechte Denken, das rechte Handeln, das rechte Streben und so weiter. Können Sie zu dieser Instanz oder zu dieser geistigen Instanz in uns, die das quasi dieses Urteil fällt und diesen Weg findet, können Sie dann noch ein paar Worte dazu sagen? Ist es jetzt in diesem viergliedrigen Modell, wäre es immer diese Dimension des Seelischen, aus der heraus ich schaue. Das heißt, ich drehe sozusagen die Zeitrichtung auch um.
Normalerweise schaue ich von der Vergangenheit in die Zukunft und jetzt schaue ich zurück und blicke sozusagen auf Einzelnes hin. Und die Instanz, kann man natürlich sagen, ist einerseits das Ich, aber es schaut aus dieser seelischen Perspektive. Seelische Perspektive in dem Sinne, dass mir etwas aus der Zukunft entgegenkommt, als eben, wenn man so will, dieses Astralische, und dass ich diese Perspektive einnehme, dass ich also aus dieser Perspektive schaue. Denn normalerweise sind wir als Ich gewohnt, aus der anderen Perspektive zu schauen. Man könnte auch sagen, von innen. Und jetzt schaue ich sozusagen von außen, aus dem Umkreis. Weil das Seelische ist nicht in uns in diesem Sinne, sondern es kommt uns eben von außen entgegen. Steiner spricht auch davon, dass sich sozusagen der Leib wie eine Art Spiegel verhält für dieses geistig-seelische des Menschen. Diese höheren Wesensglieder, das Astralische und das Ich, spiegeln sich nur an diesen unteren Seelengliedern, Wesensgliedern. Und wir identifizieren uns mit diesen Spiegelbildern. Und jetzt lösen wir diese Identifizierung und schauen jetzt sozusagen von außen auf uns. Er benutzt zum Beispiel auch das Bild, dass wir uns sozusagen tagsüber in einem Stadtteil bewegen und da viele Gänge gehen und dass wir jetzt abends auf einen Hügel steigen, über der Stadt. Und dann schauen wir zurück auf dieses Labyrinth von Straßen, durch die wir uns tagsüber bewegt haben. Nicht dieser Überblick, dieses wie von außen auf sich gucken. Man könnte auch sagen, Third Person. Genau. Normalerweise haben wir die First Person.